Audio-Post. Geklickt. Gehört. Ein wichtiges Bewerbungsgespräch steht an. Die Aufregung ist riesig, doch wenig später wird klar, das war nix. Eine Absage flattert ins Haus. Jeder von uns kennt solche Enttäuschungen und Niederlagen. Doch wie können wir besser damit umgehen? Martina Hautau hat einen Tipp. Sie ist Persönlichkeits- und Crisis- und Life-Management-Expertin. Ich würde eher dazu einladen, was ist der persönliche Sieg desjenigen? Ist der Platz, den er erreicht hat, für ihn ein persönlicher Sieg? Somit wäre dieser vermeintliche Verlierer für sich persönlich sicherlich ein Sieger. Es geht im Leben also nicht immer nur um Erfolg, Geld, Macht oder um Siegen, sondern darum, was uns persönlich wichtig ist. Wenn ich aus meiner tiefsten Überzeugung freudig singe und in keinster Weise den ersten Platz bekomme, werde ich trotzdem mich kaum als Verlierer fühlen. Außer ich binde mich an das gesellschaftliche Denken an. Wer es schafft, sich von dem gesellschaftlichen Druck zu lösen, sich seine persönlichen Ziele steckt, der kann mit Niederlagen besser umgehen. Somit kann ich sehr schnell Niederlagen, die die Gesellschaft sieht, für mich als vermeintlicher Verlierer besser reflektieren und habe damit keine Niederlagen, sondern ich habe mich definitiv ein Stückchen dem angenähert, wo ich hin möchte. Und genau so können wir aus diesen Situationen lernen und an ihnen wachsen, sagt Expertin Martina Hautau. Denn nicht jede vermeintliche Niederlage ist auch wirklich eine. Ich kenne einige gut verdienende Musiker, die in keinster Weise eine goldene Schallplatte gewonnen haben und trotzdem für ihre Musik leben und ihre Erfolge feiern. Audio Post. Geklickt. Gehört.